Das Thema Sichtbarkeit war in Warzone schon immer relevant. Gerade bei Fights auf weite Entfernungen ist es immer wichtig gewesen, dass man die Gegner direkt sieht und als erster reagieren kann. Daher sind nicht nur die Grafikeinstellungen super wichtig, sondern auch die Möglichkeit für Nvidia-User extra Filter einstellen zu können. Gerade in Warzone 2 liegt sonst gefühlt ein grauer Schleier auf dem Spiel, der vieles schwammig und blurred aussehen lässt. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr von dieser Ansicht auf diese Ansicht kommt und ein deutlich angenehmeres Spielerlebnis habt. Bevor es reingeht, einmal der kurze Reminder. Wenn euch dieser Content gefällt, lasst gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den ersten 1000 Abonnenten und du kannst ein Teil davon sein, mir dieses Ziel zu erfüllen. Jetzt aber rein in die Einstellungen und wir schauen mal, wie wir das Ganze einstellen. Wenn man eine Nvidia-Grafikkarte in seinem PC verbaut hat, gibt es die Möglichkeit, das Overlay im Spiel aufzurufen und zwar mit der Tastenkombination Alt und Z. Sollte bei dir kein Overlay aufgerufen werden, checke am besten mal die GeForce Experience Einstellungen und aktiviere dort einmal das Ingame Overlay. Danach sollte das Ganze dann so aussehen und das Menü aufgehen. Dort haben wir nämlich die Möglichkeit, an der linken Seite die Spielfilter einzustellen und dort eben Einstellungen zu machen. Wichtig dabei zu wissen ist, dass diese Filter immer etwas FPS kosten. Das bedeutet, manche Einstellungen kosten dabei mehr und manche eher weniger. Was ich jetzt einstelle, ist so ein bisschen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man so sagen will, was ich bisher herausgefunden habe. Passt das aber so ein bisschen auch immer auf euer System an, je nachdem wie dann eure Performance ist mit den Filtern, die ich euch gleich zeige, könnt ihr da auch noch ein bisschen tunen. Und generell gibt es, was das Auge angeht, gerade bei manchen Einstellungen immer noch die Möglichkeit, so ein bisschen das zu justieren. Wir fangen jetzt aber erst einmal an, die drei Kategorien Farbe, Belichtung und Kontrast und Schärfen nacheinander auszuwählen. Die Reihenfolge ist hier relevant, also macht es am besten in der gleichen. Wir fangen dann bei Farbe einmal an und stellen auch die ersten beiden Punkte auf 0. Dann die Temperatur auf minus 10 und die Farbanpassung hoch auf 12. Das sorgt schon mal für den farblichen Unterschied und bringt dann für uns quasi die weiteren Optionen noch mit. Bei Belichtung und Kontrast nämlich sind die Werte von oben nach unten minus 10, dann so zwischen 20 und 25, 30, bei den Schattenrichtungen minus 30 bis minus 40 ungefähr und das Gamma auf minus 10 bis 12. Hierüber regeln wir vor allem das Thema Sichtbarkeit und auch die dunkleren Ecken im Spiel. Sprich, durch das Verstellen vom Schatten ins Negative nehmen wir die noch etwas mehr aus dem Spiel zurück. Man kann da so ein bisschen rumtunen, aber im gewissen Wert, so sagen wir mal minus 60, 70, wird das Ganze schon sehr komisch, was das Optische angeht. Tendenziell kann man darüber aber eigentlich regeln, dass die Objekte im Spiel weniger Schatten werfen. Zumindest visuell sichtbaren Schatten. Eine weitere wichtige Komponente fürs Visuelle ist dann noch das Schärfen. Denn das fehlt oftmals im Spiel und führt auch von meiner Seite gefühlt aus zu sehr viel Unschärfe eben auf weitere Entfernungen. Allerdings kostet das Schärfen auch oftmals mit am meisten FPS, weil so viel gerendert wird. Daher schaut mal, wie es für euch läuft und stellt einen Wert so ab ca. 20 an. Denn da habe ich so gefühlt erfahrungsgemäß die besten Ergebnisse erzielt und ab diesem Wert, also so ca. 20 bis 30, löst man auch dieses Problem, wenn man eben in die Ferne guckt, gerade aus dem Fallschirm oder so, dann sieht man das am besten, dass es eben sehr verschwommen wirkt ohne diese Filter. Danach die Filmkörnung ebenfalls am besten Fall Richtung 100, aber hier reichen auch Werte, die so in diese Richtung gehen. Und das war es hier auch schon bei den Filtereinstellungen. Ihr seht jetzt im Hintergrund nochmal einen Links-Rechts-Vergleich. Dabei sind die Filter nur auf der rechten Seite angewandt und man erkennt schon deutliche Unterschiede. Gerade dieser braun-orange Farbton ohne Filter wird jetzt durch einen etwas bläulicheren Look ersetzt und die Farben sind auch ein bisschen besser voneinander absetzbar. Und auf die Distanzen wirkt es nicht so, als bräuchte man direkt eine Brille, nur weil man halt quasi gerade mal weiter wegguckt. Und das hilft auch in-game bei den Fights, die man dann hat. Also da habe ich quasi auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich hoffe natürlich, dass dieses Video euch damit etwas weiterhelfen konnte und dass ihr, wenn möglich, auch bald ein paar Filter einstellen könnt. Dabei viel Spaß in Warzone, bis zum nächsten Mal und haut rein!